aber ich kann euch eins ans Herz legen: Scheiß drauf. Sticks and stones go break my bones, but words go never hurt me. Hurt me no more. Sticks and stones go break my bones, but words go never hurt me no more. Can't cut me off. Hallo. Hallo meine Lieben und schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei einem neuen Video von mir. Heute geht es wieder um das Thema Familienbett. Ich hatte ja mal eigentlich ein schon ausführliches Video zum Familienbett gemacht, was ich euch am Ende des Videos verlinke, falls ihr es noch nicht gesehen habt, weil es sind noch einige Fragen aufgekommen. Ich habe auch noch mal einen Instagram-Post gemacht, wo ich gefragt habe, was wollt ihr noch genau wissen zu dem Thema Familienbett? Und diese ganzen Fragen werde ich jetzt in einem Art Familienbett Q&A beantworten. Also, wer uns noch nicht kennt, ich bin die Josie. Hi. Ich habe 2 Kinder und einen Mann. Und wir schlafen tatsächlich alle 4 zusammen in einem Familienbett. Mein Freund hat ein Familienbett selbst gebaut. Wie wir das genau gemacht haben, das habe ich euch in dem anderen Video gezeigt, was ich euch am Ende verlinke. Könnt ihr dann gerne reinklicken, wie das ganze Bett jetzt aussieht. Wir haben uns das ganz schön gestaltet, finde ich. Und so, dass es sehr gemütlich ist. Und ich finde, es ist nicht so ein typisches Familienbett. Man darf nicht denken, wir hängen da alle auf einem Haufen und aneinander geklebt und eingekuschelt. Es hat wirklich jeder seinen Bereich, seine eigene Bettwäsche, quasi seine eigene Matratze und auch seinen Freiraum so ein bisschen, ne? Jeder kann mit jedem kuscheln, wenn er möchte, aber jeder kann sich auch auf seinen Platz zurückziehen. Heute übrigens wieder ungeschminkt und jetzt gucke ich mal, was ihr gefragt habt. Also, wie habt ihr es nochmal gebaut? Also, das könnt ihr euch in dem anderen Video angucken. Es ist, so wie wir es gebaut haben, war es wirklich sehr günstig. Wir haben einfach unser altes Boxspringbett quasi umgebaut. Und das kann man, denke ich, mit jedem anderen Bett auch so machen, wie wir es gemacht haben. Könnt ihr euch einfach angucken, da will ich jetzt nicht so lange drüber sprechen. Wie machst du das wegen dem Rausfallen? Also, die Bonnie ist ja jetzt über ein Jahr, der Carlo ist 2,5 Jahre. Zuallererst möchte ich mal sagen, dass ich sehr, sehr früh angefangen habe, den Kindern immer wieder einzutrichtern, wie man vom Bett absteigt und dass man auf dem Bett am Rand nicht toben darf, dass man nicht runterfällt. Also ich habe ganz früh schon, ich glaube, da waren die Kinder 8 Monate oder sobald die richtig mobil geworden sind, immer gesagt, erst die Füße und wie oft ich gesagt habe, erst die Füße. Und ja, so sind die ganz schnell darauf gekommen, dass die selbst von dem hohen Boxspringbett richtig gut alleine runtergeklettert sind. Da bestand schon mal wenig Gefahr. Natürlich kann man im Schlaf auch so rausfallen und ich sage es euch mal ganz ehrlich. Ich habe viele Freundinnen, die auch Kinder haben. Und also ich kenne niemanden, dem es noch nicht passiert ist, dass ein Kind vom Bett oder von der Couch gefallen ist. Sowas passiert sehr schnell. Das muss nicht passieren. Es ist natürlich schön, wenn es nicht passiert, aber ihr müsst euch auch nicht schlecht fühlen, wenn es mal passiert. Wenn es vom Wickeltisch oder aus einer größeren Höhe fällt, ist das natürlich eine ganz andere Schiene. Aber ich achte darauf, dass um das Bett rum Teppiche liegen. Also wir haben so Felle, das ist also Kunstfelle. Das ist jetzt nicht der Mega-Schutz, aber es ist ein bisschen weicher als der Laminat. Ich schütze die Kinder am Rand mit einem riesigen Stillkissen, was ich so wie so eine Art Rausfallschutz aufgebaut habe. Als die Bonnie sehr klein war und ich noch sehr viel Angst hatte, dass sie rausfällt, habe ich da so ein richtiges Nest gebaut. Ihr könnt aber auch einfach, wenn ihr das machen möchtet, fertige Nester für eure Kinder kaufen. Ich blende euch mal ein Bild von sowas ein, von einem Nest, das ich selber gar nicht habe, aber was ich super schön finde. Wenn ich jetzt noch mal ein Baby hätte, was ich mit ins Familienbett nehmen würde, hätte ich auf jeden Fall so ein Nestchen mir angeschafft, aber ich kannte das vorher gar nicht. Die Kinder können nicht rausrollen,
und haben quasi im Familienbett ihr eigenes Bett. Ich verlinke es euch auch mal in der Infobox, falls ihr euch das vielleicht angucken möchtet. Außerdem, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber ich schlafe wirklich eigentlich gut. Aber ich schlafe auch nur mit einem Auge und einem Ohr. Also mir kann das nicht passieren, dass jemand einfach runterfällt und ich merke es nicht oder so. Also sobald die Bonnie sich irgendwie weiter rollt als unter meine Knie oder sonst irgendwas, ich wache immer auf, sofort. Und bin immer zur Stelle. Also ich glaube, man merkt das als Mutter, man macht sich mehr Gedanken. Und wenn ihr das einmal gemacht habt mit dem Familienbett, dann merkt ihr, dass es klappt. Jedenfalls ist es bei uns so. Wirst du manchmal schief angeschaut, wenn andere von deinem Familienbett erfahren? Oh ja. Ich finde, es kommt auch immer sehr drauf an, wie die Familienverhältnisse sind, wie alt das Kind ist. Es ist sehr schwierig. Aber ich kann euch eins ans Herz legen. Scheiß drauf. Ihr macht das, was für euch und für euer Kind am besten ist und dass ihr und euer Kind und eure ganze Familie glücklich damit ist. Und was irgendjemand anderes denkt, natürlich, ich werde ganz oft schief angeguckt, ganz oft. Aber es ist für uns einfach die beste Lösung. Und zwar nicht nur, weil, es gibt so viele Gründe, aber alleine ist schon ein Grund, dass wir nur ein Kinderzimmer haben für beide Kinder zusammen. Und wenn da jetzt noch zwei Betten drin stehen würden, plus der Wickeltisch, plus die zwei Kleiderschränke, dann haben die kein Spielzimmer mehr. Wurde trotzdem teils getrennt geschlafen oder von Anfang an im Familienbett? Von Anfang an. Gerade am Anfang war das für mich super wichtig, weil wir alle so ja, zu viert zusammengewachsen sind und vor allen Dingen auch die Kinder, dass der Carlo die Bonnie auch ganz nah bei sich hat. Und mit dem Stillen wäre es auch gar nicht anders gegangen für mich. Also ich hätte das niemals geschafft, teilweise alle Stunde aufzustehen, mich irgendwo auf einen Sessel zu setzen mitten in der Nacht. Also für mich ist gerade beim Thema Stillen, also Familienbett, gibt es nichts anderes für mich. Wie macht ihr das im Urlaub, wenn nicht genug Platz für alle im Bett ist? Super Frage. Und da kann ich auch nur sagen, wir machen uns das dann. Was nicht passt, wird passend gemacht. Also wir sind super oft im Urlaub oder einfach nur mal auf Kurztrips. Also wir bauen uns unsere Familienbetten. Also es werden Matratzen aus einem anderen Zimmer geholt und neben das Ehebett gelegt. Dann sind wir wenigstens nebeneinander. Die Kinder schlafen unten, wir schlafen oben. Oder wir schieben Babybetten an das Ehebett dran. Oder wir haben auch schon in einem ganz normalen Ehebett zu viert geschlafen. Also wir machen uns das, wir bauen uns erstmal unser Hotelzimmer oder unser Ferienhaus so um, dass wir alle glücklich sind. Schlafen die Kinder im Schlafsack oder mit unter eurer Decke, mit oder ohne Kopfkissen? Also das ist ja auch ein sehr schwieriges Thema mit dem ja, plötzlicher Kindstod, Ersticken unter der Decke, keine Luft mehr bekommen und so weiter. Und da möchte ich eigentlich gar nicht so viel drüber sprechen, weil ich bin ein Mensch, der davor keine Angst hat. Also meine Kinder haben von Anfang an ein Kissen und einen Schlafsack. So, jetzt im Sommer, wo es die ganze Zeit so heiß war, haben die Kinder überhaupt gar nichts, aber eine dünne Decke, die sie sich drüber legen können, wenn sie möchten. Jeder hat bei uns sein eigenes Bettzeug, also ein Kissen und eine Decke. Und das mit dem Schlafsack zusätzlich entscheide ich einfach nach Temperatur. Hast du vielleicht manchmal die Sorge, dass sie sich später nicht daran gewöhnen können, alleine zu schlafen? Die Frage finde ich super, weil das ist wahrscheinlich die meistgestellte Frage. Jeder möchte wissen, wie willst du denen das wieder abgewöhnen oder irgendwann können die gar nicht mehr alleine schlafen. Und diese Frage macht mich manchmal ein bisschen sauer, weil keiner möchte alleine schlafen. Also ich bin jetzt 30 und der Carlo ist 2. Keiner von uns beiden möchte alleine schlafen.
Ich bin auch traurig, wenn der André mal irgendwo anders schläft oder mal weg ist oder das liegt nicht in unserer Natur, alleine zu schlafen und deswegen finde ich, müssen die das auch nicht. So, Moment, ich muss mal einen Schluck trinken. Jeder Mensch lernt irgendwann auch alleine einzuschlafen und es ist ja auch nicht so, dass ich die Kinder so im Arm habe und sie abknutsche und so lange vorsinge, bis sie eingeschlafen sind, wie ich das bei einem kleinen Baby machen würde. Ich bin halt nur mit im Raum. Next question, please. Wie habt ihr den tollen Himmel gemacht? Also wir haben wie so ein Himmelbett aus unserem Familienbett gemacht und das war auch super günstig. Wir haben einen Himmel bei Amazon bestellt. Ich werde euch den raussuchen und in der Infobox verlinken. Wie war die erste Zeit, als Bonnie geboren war? Haben die Kinder sich am Anfang gegenseitig geweckt? Wie hat sich das eingependelt? Also da muss ich sagen, ich habe keine Ahnung, ob wir da besonders viel Glück haben oder ob das einfach, wenn man locker an die Sache rangeht, das dann auch einfach so kommt, weil man sich dran gewöhnt. Die wecken sich nicht gegenseitig auf. Der Carlo schläft wie ein Stein. Die Bonnie hat ganz oft nachts geschrien und der Carlo ist jetzt ungelogen. Ich würde euch die Wahrheit sagen. Der ist noch nie aufgewacht. Noch nie. Morgens wecken die sich. Morgens, wenn der erste wach ist, weckt er auch den anderen. Aber das ist ja dann egal. Ob einer wach ist oder beide wach sind, die können ja dann ruhig, ne? Solange es nicht 3 Uhr nachts ist, ab 6 Uhr kann von mir aus die Party starten. Wir haben ja auch ein Familienbett, aber in letzter Zeit ist Papas Wecker der Feind schlechthin und wir finden irgendwie keine Lösung, weil mein Freund den Wecker als letztes hört. Da sind Sohnemann und ich schon längst wach. Das Problem haben wir nicht, weil wirklich der Papa super schnell aufwacht und den Wecker, ja, der ist auf ganz leise gestellt und der hört den wirklich halt als erstes, macht den schnell aus, wenn die Kinder uns nicht schon vorher geweckt haben. Also eigentlich sind die Kinder unser Hauptwecker. Deswegen habe ich nicht so eine richtige Lösung für dich, aber vielleicht hat ja irgendjemand eine Idee. Mir würde jetzt vielleicht als erstes einfallen, den Wecker vielleicht in einen anderen Raum zu tun und bestimmt hörst du den doch als erstes, dass du dann schnell deinen Freund weckst und den rüberschickst. Oder ich weiß nicht, was es da für eine Lösung geben kann, außer den Papa rauszuschmeißen. Nein, Scherz, das darf natürlich auch nicht passieren. Wenn ihr irgendwelche Tipps habt, schreibt es doch mal ihr in die Kommentare. Vielleicht kann ihr jemand helfen und hat eine schlaue Idee. Stromschocker? Wecker vielleicht, so ein Halsband für den Papa. Das hört ja dann keiner. Dann kriegt er so Stromschläge. So, ich möchte euch unbedingt noch dieses, wie heißt das nochmal? Die Liebesbrücke ans Herz legen, die uns wirklich total weiterhilft. Die habe ich euch auch im letzten Video gezeigt. Das ist einfach so ein Schutz, den ihr in die Ritzen legen könnt, um die Matratzen zu überbrücken, dass ihr diese Rillen nicht habt, wo dann immer irgendein Arsch drin liegt. Die verlinke ich euch auch nochmal in der Infobox. Die könnt ihr nämlich auch bei Amazon bestellen. Das hat uns super geholfen. Ansonsten, wenn ich jetzt irgendwas vergessen habe, ich weiß, dass euch auch super so eine Abendroutine interessiert, aber da bin ich immer noch am Überlegen, wie ich das mache, euch zu zeigen, ob ich so eine richtige Abendroutine filmen möchte. Lasst euch einfach überraschen. So, und ich hoffe, dass jetzt alle Fragen soweit geklärt sind. Ansonsten schreibt mir in die Kommentare und ich antworte euch. Und jetzt ist mein Mund schon wieder fusselig. Und ich freue mich, dass ihr wieder dabei gewesen seid. Bleibt gesund. Schön, dass es euch gibt. Wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Video wieder und hoffentlich sehe ich da ein bisschen besser aus, nicht mit so einer knallroten Birne, weil wir 500 Grad haben. Peace out.